Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide von uns. Diesmal geht es um den Barbaren. Ein letzter Blick in Modul 18. Modul 19 ist ja bereits unterwegs, kommt am 30.06. Wir schauen mal ganz kurz auf die Ausrüstung. Klar, die Ringe könnten noch etwas besser sein, die Waffen könnten definitiv besser sein. Ich arbeite daran, habe abends nur leider nicht ganz so viel Zeit, deswegen klappt das bei mir einfach nicht. Als Barbar solltet ihr immer zwei Helme dabei haben. Einmal den Überschall der Löwengarde und einmal den Visierhelm des Schützlings. Aus dem einfachen Grund, der Visierhelm des Schützlings ist besonders gut in Lom und in Tom und natürlich auch im Undermountain allgemein. Und der Überfallschall der Löwengarde ist in allen anderen Gebieten sehr, sehr zu empfehlen. Genauso sieht es mit den Schuhen aus. Rostige Eisenbeinlinge sollten am Start sein und alternativ die infernalischen Beinlinge. Ansonsten könnt ihr, denke ich mal, alles ganz gut lesen. Kettenrüstung ist besonders in der Gruppe wichtig. Wenn ihr allein unterwegs seid, kriegt ihr meistens die 10 Stapel nicht hoch, außer ihr habt sehr wenig Lebenspunkte. Und ansonsten Hemd könnte man noch austauschen, Ringe nochmal eine Stufe besser. Und natürlich, wenn ihr in Tick, also infernalische Zitadelle, reingeht, dann ist das infernale Set natürlich auch, also Ruf des Bösen Set, das ist schon verdammt gut, wenn wir ehrlich sind. Reittiere auch ganz schnell und einfach erklärt. Insignien, Überzeugung des Kunsthandwerkers ist Must-Have als Barbar, sollte man immer einmal drin haben. Tücke des Gladiators sollte man immer ein- bis dreimal drin haben, damit die anderen Damage-Dealer, die eh viel mehr Schaden machen als man selbst als Barbar, dann wenigstens nicht die ersten an den Mobs sind. Ja, dann habt ihr wenigstens ein bisschen die Chance, bei den kleineren Mob-Gruppen ein bisschen was an Damage aufzuholen. Warnung der Kavallerie und Hingabe des Schäfers habe ich nur drin, damit die Gruppe und ich in den Zwischenphasen in Tom besser survivalen. Also besser überleben. Hat keinen anderen Grund. Ihr könnt da Gelage des Barbaren reinknallen, Pack des Assassinen oder andere coole Bonis, gibt ja mehr als genug. Achtet nur darauf, dass ihr Insignien technisch einfach nur Dominanz und Brutalität benutzt. Alles, was ihr in Dominanz nicht findet, gibt es immer in Brutalität und umgekehrt. Ne? Aber es passt also immer. So, Gefährten, ganz einfach erklärt. Euer Gefährte macht 80% eures Schadens aus, deswegen hat er immer Priorität vor euch selbst. Bildungsumstände sollten möglichst hoch sein. Und natürlich auch die verstärkten Runensteine sollten möglichst hoch sein. Ich habe Potenz drin, ihr könnt alternativ auch die Rüstung des Gegners oder die Verteidigung des Gegners reduzieren. Das bringt auch immer einiges. Tiefenkrähe, weil bei mir der Raptor nicht ordentlich funktioniert, aber im Notfall habe ich den auch. Wenn die Gruppe sagt, ey, wir hätten jetzt gerne all den Raptor, kann ich den mit reinnehmen. Da ist er, Teil des Rudels. Mistriel, ganz klar. Dann haben wir die verlockende Erkenntnis, die nehme ich immer ganz gerne wegen alleine der erfangene Heilung. Und den Eisengolem, alternativ wird auch der Schleim gehen. Hier ist er. Ich habe den allerdings noch nicht auf Maximum ausgebaut, deswegen trage ich den momentan noch nicht. Als aktiven Gefährten. Landhaar-Junges kann man immer nehmen. Quasit ist auch ganz in Ordnung. Und natürlich das Rattenjunges. Aber kann ja machen, wie er möchte. Es ist nur eine Empfehlung von mir. Ihr solltet auch darauf achten, dass eure Kraft immer zwischen 18.000 und 20.000 liegt im Endcontent, denn das ist halt der Kraftwert für euren Verstärkergefährten im Endcontent. So, Segen sind relativ simpel erklärt. Ihr könnt den Dämonenschutz hier komplett rausnehmen, denn es gibt kaum Dämonen im relevanten Content. Also auch im Tick, das sind alles Teufel, oder fast alles Teufel, sehr wenige Dämonen. Ein paar rennen da zwar rum, aber wirklich wenige. Und könnt das dann halt wirklich in unterstützende Werte hier nochmal reinpumpen. Was wir brauchen, ist der Meistersegen Blutdurst. Aus dem einfachen Grund, Blutdurst bringt immer etwas. Also im Bossfight ist Blutdurst immer eine sichere Bank. Nicht jeder Boss beschwört Mobs, zum Beispiel Halaster. Bis auf die Vereisung der Teamkollegen beschwört er keine Mobs. Das heißt, wenn ihr keinen Blutdurst drin habt bei Halaster, alles andere ist dann mehr oder weniger nutzlos. Das ist nur ein Beispiel, aber es gilt halt für fast alle Endbosse. Auch der aktuelle Endboss im Modul 19, auch da gibt es wenig bis gar keine Mobs. Zumindest wäre mir jetzt keine aufgefallen. Einmal zur Skillung. Wir besprechen jetzt erstmal nur vorrangig meine Skillung. Andere Skillungen werde ich anschneiden, aber nicht weitergehend besprechen. Ich benutze fast ausschließlich den erbarmungslosen Schlag, um Schaden zu machen. Zum einen erhöht er meinen verursachten Schaden, zum anderen ist das ein AOE, der sehr viel Schaden anrichtet. Lohnt sich immer. Immer eine sichere Bank. Ich habe den mit drin, um an die Gegner ranzuchargen, damit ich nicht so viel Ausdauer verbrauche, wenn ich Gegnern folge. Zum Beispiel bei Tick, zweiter Boss. In Zukunft soll das allerdings
einer der Hauptangriffstechniken des Barbaren werden. Ich werde es im Auge behalten. Bei den Begegnungskräften haben sie nicht so schnell. Unwiderstehlicher Schlachtenhieb und Raserei. Wie ihr wisst, benutze ich Raserei seit der ersten Stunde. Einer meiner absoluten Lieblingsskills, auch wenn er früher anders hieß, weil ihr den Gegner so gut wie gar nicht verfehlen könnt. Also auch wenn der Gegner sich bewegt oder weggeschubst wird, wenn ihr Raserei auf ihn gecastet habt, ist es völlig egal, wo ihr in eurer Wirkzeit drin seid. Der Schaden geht auf den Gegner. Super Skill, ich liebe ihn. Der wird jetzt nochmal verstärkt. Ich krieg nochmal 200 Schadensstärke dazu, circa. Absolut genial. So, ihr könnt alternativ zu nicht so schnell, natürlich auch je nach Skillung, Schlachtenrausch reinnehmen. Der erhöht den Schaden von euch und eurer Gruppe immens. Da gibt es einige sehr witzige Skillungen zu. Und ihr könnt natürlich alternativ zu nicht so schnell auch den Allerlasser mit reinnehmen. Geht alles, gar kein Problem. Allerdings hat der Allerlasser im Moment ein Image-Problem. Auch der wird im nächsten Modul nochmal verstärkt. Das heißt, da muss man sich den auf jeden Fall nochmal in Ruhe angucken. Nur im Moment ist es halt so ein Skill, kann man mit reinnehmen, ist ganz gut, um am Leben zu bleiben, aber jetzt kein Must-Have. Axtsturm ist der Skill, den ich am allerwenigsten reinnehmen würde. Ganz einfach, der macht fast keinen Schaden, verhältnismäßig, hat eine sehr hohe Abklingzeit, eine sehr hohe Wirkzeit. Dafür könnt ihr immer reinnehmen Crescendo und Adamantitschlag. Warum habe ich nicht so schnell und Crescendo drin? Ganz einfach, die lösen beide gefallene Niederreiten aus. Das heißt für euch im Endeffekt 5-15% mehr Schaden. Das ist richtig, richtig gut. Wirklich stark. Und mit den beiden und dem passenden Talent hier, erbarmungsloses Tempo, könnt ihr das normalerweise je nach Mobgrößen, nach Gruppengröße, aber auch beim Endboss alle paar Sekunden rausbauen und habt über den gesamten Kampf hinweg gefallene Niederreiten aktiv. Das ist wirklich Gold wert. Ihr könnt aber, wie schon gesagt, wenn ihr nicht so schnell eh nicht drin habt, nehmt einfach hier den Stahlschnellangriff rein. Auf gesamten Kampfverlauf habt ihr dann so ungefähr 10-15% weniger Schaden. Zumindest habe ich 10-15% weniger Schaden, wenn ich nicht so schnell und gefallene Niederreiten rausnehme und dafür dann Stahlschnellangriff reinnehme und zum Beispiel den Schlachtenrausch. Das tut sich nicht so viel, aber es tut sich auf jeden Fall was. Allerdings macht die Gruppe mit Schlachtenrausch definitiv sehr viel mehr Schaden, als wenn ich nicht so schnell habe. Auch eine Überlegung wert. Adamantitschlag ist der, den wir hauptsächlich nutzen, einfach weil wir da nochmal richtig den erlittenen Schaden des Ziels um 5% erhöhen. Es tut richtig gut. Also ich habe da jedes Mal eine Damage-Spitze, gerade bei Tom, das geht in die 4-5 Millionen. Ich weiß, für einen Waldläufer oder für einen Schurken ist das jetzt nicht viel, aber für mich als Barbar ist das schon echt ein Highlight. Ohne Adamantitschlag bin ich im Damage-Check bei 2,6 Millionen ungefähr. Mit einem Schlag, wohlgemerkt. Also mit einem unwiderstehlichen Schlachtenhieb oder einem Raserei. So, warum habe ich Crescendo drin? Habe ich gerade erklärt. Einmal wegen gefallenen Niederreiten und weil ich persönlich Stahllawine nicht so gut finde, weil die Wirkzeit von 5 Sekunden, die ihr out of fight seid, euch unglaublich viele Buffs, die ihr im Kampf aufbaut, einfach weggehen lässt. Ist einfach uncool, bufftechnisch. Ja, Talente seht ihr, wie ich es geskillt habe. Wobei das hier für mich Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Ich benutze beides im Moment nicht. Vielleicht kommt im Modul 19 da was Cooles rein. Hoffen wir es mal. So, dann werde ich mich mal eben buffen, damit ihr mal kurz seht. Also ihr könnt auch alles, was hier oben in der Leiste drin ist, euch so besorgen, organisieren. Ich erkläre nochmal ganz kurz, was das alles ist. Das hier bekommt ihr vom Winterfest, Schriftrolle des Schicksals. Ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr Fernglas guckt, euch die Sterne anguckt beim Winterfest, bekommt ihr so ein kleines Paket. Wenn ihr das aufmacht, ist da eine Schriftrolle drin, wenn ihr Glück habt, eine Schriftrolle der Kraft. Da kriegt man die her. So, Orkan-Elixier bekommt ihr vom Beten, da könnt ihr einfach hier auf die kleine Sonne klicken und euch dort Orkan-Elixier kaufen für eure Gebetsmünzen. Dann Trank der Kraft Rang 10, es geht auch Trank der Potenz oder Flakon der Potenz. Das ist auch nicht schlecht. Ich mag den einfach lieber, genau wie das Wassermelonen-Sorbet, mag ich viel lieber als die Kürbissuppe. Die Hochrippe ist immer eine gute Sache, bekommt ihr bei euch auf der Gilde. Übrigens, das hier bekommt ihr jetzt beim Sommerfest. Also Obacht, das ist Alchemie und das bekommt ihr durchs Beten. Wenn ihr alle aktiviert, ich mache das einfach mal, ja, mal eben gucken, dass der Richtige da ist. Da ist er. So, und dann zünden wir nochmal den und den. Dann haben wir im Stand 242.857 Kraft. Als Barbar ist das gar nicht so schlecht. Und wenn man jetzt rotationstechnisch noch mal ein bisschen reinguckt, also eigentlich baut man jetzt erstmal die Wut auf.
So immer schön mit der Ruhe. Hut aufbauen ist ganz wichtig. Wir bauen währenddessen noch schon mal den ersten Stapel auf, dann den nochmal auf, dann den nochmal auf. Nochmal den auf und der hat schon wieder nicht gezählt, was zu viel Damage war. Okay, so ansonsten, ihr könnt das ja bei euch selbst mit ACT etc. nachvollfolgen. Ich habe jetzt hier die Damage-Spitze von 1,12 Millionen drin. Das wird der Schlag gewesen sein, der auf die Übungsgruppe ging, als sie Lowlife war und deswegen nicht angezeigt wurde. Man kann auch ganz einfach sich da nochmal auch den Kraftwert angucken. In der Gruppe steigt er natürlich nochmal um einiges mehr. Wir sind jetzt so bei 260.000 Pi mal Daumen, haben aber noch weder ein Artefakt noch ein Reittier gezündet, was uns ja auch immer noch mal einen kleinen Bonus gibt. Also hier hat eben die Kettenrüstung, die kriegt nur 3-4 Stapel, hat keine 10 Stapel. Ja, also ihr seht das, ungefähr 260.000, in der Gruppe kommt ihr dann auf 280.000, ungefähr Pi mal Daumen, wenn ihr alles so ausgerüstet habt wie ich. Wie schon gesagt, es gibt zu allem Alternativen, gerade was eure Gefährten hier angeht. Wie schon gesagt, auch hier könnt ihr das Eulenbeeren-Dungus reinnehmen, falls ihr den Kompognatus nicht habt oder die Stromreiterin. Gibt auch einiges an Kraft. Und das Eulenbeeren-Dungus gibt euch nochmal einiges an Damage. Hier könnt ihr statt dem Eisengolem den Schleim reinnehmen. Oder wenn ihr wirklich nochmal Kraft haben möchtet, nehmt ihr nochmal hier den anderen Ionenstein mit rein, der Robustheit und Kraft gibt. Dann habt ihr auch nochmal 2000 Kraft mehr. Also es geht immer noch mehr. Ihr seht das, ich bin halt auch noch nicht auf Maximum Kraft ausgelegt. Da wird noch was gehen. Ansonsten die anderen Werte muss ich auch noch nachbessern. Ihr seht das bei mir jetzt hier. Ich habe wirklich noch ein bisschen was zu tun mit Modul 19. Aber ich hoffe, ich konnte euch in Modul 18 damit schon mal weiterhelfen. Mit der kleinen Skillung. Mit der kleinen Einführung. Ihr habt auch die Rotation gesehen. Im Endeffekt, um das nochmal ganz kurz zu machen. Wir fangen an mit unserem erbarmungslosen Schlag. Ne? Immer wenn wir können, natürlich nicht so schnell rausböllern, damit wir da möglichst immer unseren Bonus haben. Wir laden erst unsere Rage auf. So. Dann Artefakt, Reittier, Rage und dann nehmen wir mit der 2 ein bisschen Speed raus und können dann mit Q und R richtig Schaden rausböllern. Ja. Und ihr seht, also die Fledermäuse waren bis gerade eben noch on. Das passt auch alles so vom Zeitabstand. Auch ich zünde die Rage manchmal kurz bevor ich den unwiderstehlichen Schlachthieb zünde. Damit könnt ihr den Damage auf dem unwiderstehlichen Schlachthieb einfach nochmal maximieren. Das geht wirklich relativ simpel. Ja, aber ansonsten ist die Rotation eigentlich mehr oder minder so. Ja, ihr haut nicht sofort eure Artefakte und Reittiere drauf, sondern ihr greift erst immer mit dem erbarmungslosen Schlag an. Ganz wichtig und vielleicht einmal nicht so schnell. Dann kommen Artefakte und Reittiere. So, dann kommt, wenn ihr ready habt, der Adamantitschlag, damit ihr mehr Schaden auf den Boss macht. Dann kommt eure Wut, euer Zorn und dann kommt die R- und die Q-Taste. Ruhig in der Reihenfolge. Wir sehen uns auf jeden Fall im Modul 19 wieder. Ich freue mich auf euch, wünsche euch viel Spaß, alles Gute, haut rein.